Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge im LS22 auf der Karte Tschechow oder so. Ich verschlucke einfach ein paar Buchstaben, dann wird schon irgendwann richtig sich anhören. Genau, wir waren am Ballenpressen, ist erledigt erstmal das erste Feld zumindest. Wir haben dann noch eins vor uns, allerdings da müssen wir noch dreschen. Das habe ich mir jetzt aber gerade überlegt, oder ja, die letzte Folge lang und davor, dass wir hier ja automatisch gleich so ein bisschen Abwechslung reinbringen können in die Folgen. Und das ja gar nicht so verkehrt ist. Und wir dementsprechend hier jetzt nicht weiter pressen, beziehungsweise nicht das andere Feld erst ernten etc., sondern wir werden jetzt die Ballen sammeln. Dann habt ihr vielleicht auch was zu lachen beim Video schauen. Schauen wir mal. Und dazu werden wir jetzt einen Ballenwagen. Ich weiß noch nicht, was wir holen. Das ist gerade so ein bisschen mein Problem. Hallo, Frontlader. Ja. Nicht Frontlader, sondern Frontkraftheber. Irgendwie, wie gesagt, mein Sim-Dashboard braucht im Moment relativ lang, bis es reagiert. Muss echt mal mit anderen Sim-Dashboard-Usern reden, ob das bei denen genauso ist, dass die immer wieder so Aussetzer haben, dass dann ewig lang nichts funktioniert oder nichts passiert. Erst nach zigmal drücken dann irgendwie das Ganze aktiv wird. Keine Ahnung, das ist irgendwie seltsam. Genau, so, ja, einmal Frontlader, jetzt überlege ich gerade, die Reisch kann ich, glaube ich, nicht zum Ballenhänger umbauen, oder? Ich muss gucken. Dann hier Garage, Anhänger, Reisch. Nein. Ja. Nein. Ja, jetzt. Anhänger. So, Reisch, 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 Reisch. Da ist er. Garage. Ne. Nö. Okay. Die kann ich nicht umbauen. Ich glaube, den könnte ich umbauen, oder? Ja, genau. Den könnte ich umbauen. Allerdings ist der halt auch relativ klein vom Ballenvolumen her, nenne ich es jetzt einfach mal. Nein, nicht Ballenpressen, sondern Ballentransport. Der ist blöd. Der Farmtech. Da fällt die Deichsel runter und dann kriegst du nicht angehängt. Die fand ich eigentlich ganz nett jetzt am Ding. Die hatte ich ja auf Elm Creek. Also den hier speziell. Ich glaube, den nehme ich auch wieder. Der war echt nicht schlecht. Theoretisch, wenn er mir auf den Sack geht, kann ich ihn auch auf Auto-Load umbauen. Werde ich jetzt nicht, aber schnell. Die ganzen. Ich dachte, der speichert das Kennzeichen dann. Na, jetzt habe ich nicht. Oh, damit. Kaufen sollte man ihn halt auch gern. Genau. Ja. Okay. Okay. Das war der. Hier noch die BKTs und dann einmal kaufen. Okay. War das erst, wenn man gespeichert hat, vielleicht? Ich weiß es nicht. Dass es neue Nummernschild übernimmt. Weil er speichert es ja im Safe Game. Vielleicht muss ich es aber einfach im Safe Game dann ändern, dass er das immer aktuell nur das benutzt. So. Gut.
Was haben wir da? War da nicht eigentlich die Spitzen nochmal? Konnte man nicht die Spitzen irgendwie? Nö, wohl nicht. Okay. Ich dachte mal, die Spitzen ausfahren können. Da kann man auch. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Es liegt auf einer anderen Taste, als es eigentlich sollte. Okay, wurscht. Ja, nicht so schlimm. Kann auch sein, dass das auf dem zweiten Joystick liegt, aber das, da fange ich jetzt nicht an. Das Gewicht habe ich abgehängt, ja, das passt, genau. So, dann holen wir unseren neuen Hänger. Genau. Sehr gut. Ich fand den schick, vor allem hat der optisch seitlich so Kanten, wo man sich ganz gut dran orientieren kann, um die Ballen richtig abzusetzen. Das ist echt gar nicht so verkehrt. Und also, ja, mit Quaderballen hat das super funktioniert. Mit Rundballen habe ich ihn tatsächlich nicht getestet. Das wird jetzt der erste Test. Aber ich merke, ah doch, ja, haben wir schon gestartet. Ich habe gerade kurz gedacht, ich hätte jetzt die Folge nicht gestartet, aber passt. Folge läuft und wir können hier mal das Laden anfangen. So ein bisschen mittig hier reinstellen, dass man im Zweifelsfall den Hänger nicht mehr umparken müssen. Was? Ach nein. Ja. Ja. Einmal noch. Jetzt muss ich selber kurz schauen. Jetzt mal X-Ballenwagen. Na, passt. Okay. Gut. Das war's. Den bloß kurz ausgefahren hier noch. Dann ist er halt doch mal fast einen Meter länger nochmal. Das ist ganz ordentlich und von Vorteil. So, kurz mal schauen hier. Das sollte. Naja, hier unten liegen eh nur zwei. Das passt ja ganz gut. Die sollten wir eigentlich beide mitkriegen. Ach, muss wieder aufpassen, dass ich nicht zu schnell mit den Ballen fahre. Sonst fliegen mir die wieder überall hin. Naja, scheiße, zu nah. Zu nah am Ballen dran gewesen. Das war Versuch Nummer 1. Muss vielleicht doch die eine Achse wieder aktivieren. Das merke ich jetzt gerade. Müsste so ein bisschen höher raufkommen. Allerdings habe ich genau die abgeschalten. Weil sie halt auch optisch echt Probleme macht. Also dass ich quasi hoch und runter den Kopf bewegen kann. Das hat echt Probleme gemacht. Das hat so gar nicht richtig funktioniert. Deswegen habe ich die Achse wieder abgeschalten. Aber gerade mit Frontlader und Motorhaube brauchst du halt echt fast diese eine Geschichte. Muss ich mir nochmal anschauen. Das Problem tatsächlich an der Achse ist, dass es das das Tracking-System nicht so richtig gut berechnen kann. So viel zum Thema. Der Hänger ist voll gut.
Ja, irgendwie kann das System das nicht richtig berechnen und dann glitschst du halt ganz schnell durch, ja, durch die Decke vom oder durchs Führerhaus vom Traktor und lauter so Geschichten. Also es sieht einfach nicht mehr schön aus dann. Ja, das ist so ein bisschen das Problem an der an dieser einen Achse. So. Aber gut, so geht's auch, wenn man es sich so ein bisschen hinschiebt. Vielleicht müssen wir sie auch einzeln nehmen. Das ist, ja, wie gesagt, ich komme leider nicht weit genug vor, dass ich das gut sehen könnte, das Ganze. Und Problem ist eher, dass du halt meinst, dass du schon daneben bist, aber du bist es halt noch nicht. Das ist also tendenziell noch mal gefühlt einen halben Meter weiter daneben fahren, dann geht's, dann bist du ganz gut dabei, aber ja, ist natürlich jetzt auch nicht Sinn der Sache. So, und jetzt sind wir eben jetzt vielleicht mit dem Motorhaube ist immer noch zu nah. So halt wieder relativ schief. Also ja, ist eine Übungssache. Muss ich ja auch wieder üben, weil ich jetzt sehr, sehr lange keine Rundballen mehr gemacht habe. Gar keine mehr. Ich bin eigentlich nur auf Quaderballen unterwegs gewesen und die sind super easy. Also Quaderballen zum Stapeln, ist echt easy, weil du immer irgendwie so einen Fluchtpunkt hast, auf den du achten kannst. Eben im Gegensatz zu den Rundballen. Weil im Zweifelsfall rollen die halt auch noch. Das tut halt ein Quaderball nicht. Bin ich mal gespannt, ob wir das noch so hingeschoben kriegen. Ja, müssen wir vielleicht dann von der anderen Seite einmal kurz nachschieben, dass die wieder mittig liegen. Aber dann machen wir das anders, weil dann nehmen wir die einzeln. Geht das Ganze auch wahrscheinlich zügiger. Wie gesagt, Fahrwege sind ja eh überschaubar jetzt hier auf dem Feld. Da kann man auch mal die Ballen einzeln nehmen. Das Ganze dann so laden. Aber es geht schon. Es ist, wie gesagt, das ist halt auch eine Übungssache. Dieses ganze Ballenladen. Das ist wie auch mit der Maus und Tastatur, ist ja auch nicht ganz so easygoing. Tatsächlich ist dann auch vieles so ein bisschen ja, Gefühl. Auch wenn man überhaupt keine Rückmeldung ja vom Spiel bekommt, jetzt über Lenkrad, Sitz etc. Aber es ist dann trotzdem irgendwie eher ja, das, was du wahrnimmst, plus dann so ein bisschen das Gefühl, bin ich zu weit, bin ich nicht zu weit, passt's. Aber ja, oder nennen wir es Erfahrung, ist es dann, hört sich auch schon wieder so überspannt an. Aber tatsächlich ist es dann irgendwie doch so. Ah, genau. Das ist jetzt Feeling. Ja. Gefährliches Feeling. Aber schaut ja gar nicht mal so schlecht aus. Das, dass ich jetzt seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder Rundballen lad. Und dann auch noch Rundballen nur in der Innenperspektive. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, sogar so noch nie gemacht. Okay, ich muss echt aufpassen, wie ich in die Ballen reinfahre, damit ich nicht mit der Gabel beim Absetzen den nächsten schon wieder erwische.
Da muss ich so ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, auch das ist so ein bisschen Lernprozess bei der ganzen Geschichte. Und naja, so schlecht läuft das jetzt gerade gar nicht mal. So. Dann einmal kurz hier. Das, das. Zack, zack, zack. Schlepper ist schon wieder dreckig wie die Sau. Und das jetzt mit Dreck auf normal. Das ist dann auch geil. Naja. Gut. Ja, ich hoffe einfach mal, dass die Videos jetzt rauskommen, wenn dann auch der neue Patch schon da ist. Also bei mir ist er jetzt gerade noch nicht da. Er ist zwar angekündigt, aber eben noch nicht da. Mal schauen, ob das jetzt dann im Lauf der kommenden Woche hier nach der Aufnahme dann passiert, dass da der Patch kommt und dann so ein paar Sachen wieder behebt. Wobei, wie gesagt, nach wie vor, ich habe so wenig Beeinfluss oder beeinträchtigende Fehler, dass, ja, dass es mir gerade ehrlich egal ist, ob ein Patch kommt oder nicht. Das, ich habe keine irgendwie spielbeendenden Fehler. Wenn, dann ist meistens ein Mod dran schuld. Aber gut, so, das war es erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.